So. Wo ist denn... Oh mein Gott, ruhig, Leute. Ruhig. Hab das Gefühl, die ein oder andere Stelle überrannt zu haben. La hoch. Ja, hallo. Ja, komm. Hallo. So, da ist zumindest schon mal... Hallöchen. So. Es gibt nichts Schöneres als diese glitzernden Noten. Und ich dachte, er wäre froh, überhaupt etwas zu sehen. Dieser Move ist besonders wirksam gegen Grontys feurige Gehilfen. Wähle die Eiseier mit R aus. Pass aber auf, Kazooie. Es täte mir sehr leid, wenn dir einer davon im Hals stecken bliebe. Und pass du auf, dass ich dir keine Frostbeulen verpasse. Das war nicht sehr nett, Kazooie. Ja, aber Schielauge! Der ist nicht netter! Immer alles auf Kazooie schieben. Ah, la. Leave me alone! Warum habe ich eigentlich so... Ah, weg! Warum habe ich so eigentlich so Panik vor denen? Die tun mir doch nichts. So, Hallöchen. Habe ich für dich genug? Ja. Ich liebe den Glanz von einem Haufen Musiknoten. Hätte der Glanz nicht deinen scharfen Blick? Dieser Move sollte selbst dich ruhig stellen, Kazooie. Suche eine rote Bodenplatte mit einer goldenen Feder drauf. Stell dich drauf und drücke A, Kraft der Wunderflügel freizusetzen. Nutze diesen Schild aus goldenen Federn, um deine Gegner anzugreifen. Du kannst den Schild wieder aufheben, indem du L drückst. Danke, Schielauge. Das ist super. Das ist voll super. So. Da ist diese verflixte eine Note, die ich damals... die habe ich damals verzweifelt gesucht. Es war nicht ganz so witzig. So. Ich glaube, da komme ich gar nicht so hoch. Komm her. Oh, you died. You... Go away. Komme ich da eigentlich so hoch? Oh Gott! Komme ich da denn hoch? Da komme ich mit der Le Maus hin. Was brauche ich das nochmal? Donk. Donk. Was brauche ich das nochmal? Sag mir das mal jemand. Warum zum Teufel bin ich gerade so verwirrt? Da. Oh Gott. So. Rüber da. Roms. Das gibt mir die Plattform da drüben. Hoppa. Und hoch. Dankeschön. Da gibt es zwei Noten. Das gibt mir die Plattform. Da. Da unten? Nein! Lass mich da hoch! Ach! Klar, und dann. Roms? Na klar, ich bin Superman! Ich hab einen Speedhack und so. Also Bescheid. Da. Dankeschön. So, wir haben die Note da oben gekriegt. Wir haben das Puzzleteil gekriegt. Mehr können wir hier gerade nicht machen. Wobei ich mich gerade frage, für... Ich glaube, die Plattform der Unverwundbarkeit war im Endeffekt nur dafür da, dass... Lese Bescheid. zum Üben? Glaub zum Üben. Geh mir aus der Sicht. Danke. So, au. Na. Lässt du mich da hoch? Danke. So. Eiseier? Und damit haben wir wieder mal eine... Mach Kazooie weg! So.
eine Eisplattform. Eisplattform? Kutterplattform, Kisui hasst mich wie die Pest. Trotzdem gibt sie Banjo jetzt den Rest. Sie kann nicht von Banjo lassen, drum muss ich ihr eine Abreibung verpassen. Won't happen. Wow. Ich treffe aber gerade echt gut. Also, wow. Gut, ich, schieß aber auch schief wie noch was. Ah! So. Dong, dong, dong. Dong, 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 dong. Oh, ich hab keine Eier mehr. Verdammt. Bäh. Give me some. Scheiße. Ah! Grunty und mich. Danke. Ah, dieser Robo-Jumbo stinkt. Ein paar kleine Löcher und er singt. Und ich sehe dich in meinem Turm. Zerquetsche ich dich wie einen Wurm. Ja, dann. Mach mal, ne? Ich hab nur gerade irgendwie Angst, dass mir gleich irgendwas Blödes voll aufs Maul gibt. Ich möchte aber erstmal, weil wir haben ja. Wir haben ja gesehen, wir haben einen neuen. Zunge schneller Hirn. Wir haben einen neuen Totem. Dementsprechend möchte ich eine neue Verwandlung ausprobieren. Meine persönlich Lieblingsverwandlung, weil. Es ist so süß. Man kann nichts sagen. Ich will ihn umdrehen. Und wir nennen das Krake. Krake, große Stärke, gehen in Wasser, was für Bände geschehen. Benutzen A, um zu springen, Wasserbomben schießen mit B. Guckt euch an. Und die Geräusche. Das ist so süß. Lasst mich in Ruhe. So. Und dadurch, dass er ja gesagt hat, wir können damit in Wasser, was uns eigentlich wehtut. Boah. Können wir erstmal an sich hier rumgimpen. Miau. Was ja ziemlich. Hallo Jinjo! Ziemlich praktisch ist. Was einem auch auffallen könnte, ist, dass der Kraken verdammt hoch springen kann. Das ist echt abnormal. Ich meine. Wow! Das ist doch nicht mehr feierlich, wie hoch der jumpt. Miau. Miau. So, mit dem Kraken wollen wir da rein. Schibidi, aua. Ah! Da, 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 da! Wow. Donk. So. Bäh. Bonk. Bonk. Yay, jetzt machen wir nicht Waben. Ah! Piu, piu. Piu, 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 piu. So. Ja, ich bin gerade ein wenig ruhiger, weil ich mich gerade hier spezifisch ein wenig mehr konzentriere. Weil hier auf dem Weg eben die ein oder andere Note ist. Und ich die ungern verpassen möchte. Das muss ich den ganzen Weg hier nochmal gehen. Und das wäre irgendwie. Oh mein Gott! Ja, genau sowas meine ich. Da! Ah! Donk. Phew! So. Da unten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Nö. Dann können wir da raus. Und landen. Irgendwo. Gehen uns aber erstmal zurückverwandeln. Weil. Ja. Die Form bringt uns gerade in der Hinsicht erstmal. Gar nicht. Gut, gar nicht. Will Banjo sich wandeln? Ja, bitte. Banjo will sich wandeln. Danke. Ich sollte aufhören. Ich gehe so auf die Musik. Ich meine, Mumbo hat die geilste Musik überhaupt. Mumbo hat richtig Party die ganze Zeit. Ich meine, hallo? Dem geht's gut.
So. Dadurch, dass wir jetzt, stopp, ich will das nochmal runter, damit ich, nerv mich nicht. Hier eine Kleinigkeit abhacken kann, komme ich so eigentlich? Ah, Tatsache, cool, okay, da, lass mich, au. Lasst mich alle in Ruhe, ich will nur den, okay, jetzt, Alter! Irgendwann ist auch mal genug. Roms. Nein. Nein. Gott. Ich will nicht von dem Vieh gekillt werden. Von mir aus von allem, aber nicht von dem Vieh. Nein. Jetzt wird's ein wenig interessant. Ich will trotzdem erst nochmal da rein. Weil es hier eben... So, gucken wir mal das. Roms. So, hier gibt es noch ein Puzzleteil. Danke. Und, die eine oder andere Note. So. Mehr gibt es hier jetzt aber auch nicht. Dementsprechend können wir hier wieder raus. So. Trotzdem weniger lustig, weil... Na... Ich mag die Stelle nicht. Einfach aus dem simplen Grund... es kommen einem hier die ganze Zeit... Roms. Oh, gib mir das, danke. Es kommen hier einem die ganze Zeit Gegner entgegen. Schrecklich. Hier ist eine Münze. So, habe ich da das 5-Münzen-Jingle gehört? Nun sind wir im Geschäft. So, der Kerl will 5 Münzen. So, jetzt heißt es wieder darüber rushen. Ohne in irgendwelche Gegner reinzujumpen. Ja, oh Gott. Oh Gott. So. Und jetzt beginnt nämlich das Lustige. Ich habe dafür so lange und so viele Versuche gebraucht. Mal gucken, wie viele Versuche ich jetzt hier in dem... Ne, das kann ich jetzt schon knicken. Eigentlich. Denke ich mal. Yep, das kann ich so ziemlich. Ich renne nämlich immer wieder. Immer gottverdammt wieder. In diesen beschissenen einen Fuzzi rein. Und das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Manko, dass die Gegner respawnen. Aber ich für meinen Teil hätte es an dem Spiel so gemacht, dass die Gegner nur dann respawnen, wenn ich den Abschnitt von der Welt... Oh Gott. Da! Verlasse. Also, wenn ich ergo in einen neuen Abschnitt reingehe. Aber ansonsten finde ich das... Na, komm her. Finde ich das viel zu übertrieben, was das Respawn von den Gegnern angeht. Gut, es ist aber halt meine Meinung. Also, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es halt wirklich anders gewohnt bin von Banjo-Kazooie, weil ich es halt von Banjo-Kazooie echt nicht kenne, dass die Gegner so oft wiederkommen und das in so kurzen Intervallen. Ja. Könnte daran liegen, muss nicht daran liegen. Ich laufe jetzt hier oben lang. So. Das... Na, komm schon. Da! Piu! So. Nun müssen wir alle aber... Ah, okay, die habe ich auch schon fertig. Nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Vorsicht, Banjo. Wir wissen nicht, was es mit diesem Puzzle auf sich hat. Kazooie. Ernsthaft. Das ist eine nette Geste. So, 500 schöne Münzen. Jetzt darfst du auf die Rutsche. Niemand ist auf der Rutsche schneller als ich. Darum wette ich auch, dass du mich niemals besiegen wirst.
Was bekommen wir, wenn wir dich besiegen? Eines dieser Puzzle, nach denen ihr sucht. Du bist dann bereit auf deine Niederlage. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Und ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Aua. Das wäre schon einfach, dass ich dir sogar noch einen Gratis-Tipp gebe. Der Teer macht dich langsamer. Wenn du einen gelb-roten Pfeil siehst, versuche über ihn zu rutschen. Das sollte reichen, um das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Jetzt nimm die Tür zu deiner Linken. Okay. Dann, let's go.